Hallo, schönen Nachmittag. Ich bin die Veronika von der Vinci Rast und ich bin eigentlich in Stellvertretung vom Alex Hagner hier vom Büro Gaupenraub, der hier teilnehmen hätte sollen und eingeladen wurde. Leider ist er verhindert und jetzt hat er mich als Obfrau der Vinci Rast gebeten, ihn zu vertreten. Und ich komme natürlich jetzt nicht von der architektonischen Seite, sondern von der Vereinsseite, von der sozialen Seite, von der Geschichte ein bisschen und eben möchte euch berichten über das neue Projekt, das hier sehr gut reinpasst. Die Vinci Rast ist ein gemeinnütziger Verein, sozialer Verein, der jetzt nächstes Jahr 20 Jahre alt wird und von der Cecilie Korte gegründet wurde in Wien, rein in Wien. Sie hat damals begonnen mit der Obdachlosenarbeit. Das ist auch unser Herzstück, da bleiben wir und daher kommen alle unsere Projekte. Aber die Cecilie Korte hat das einfach so wundervoll gemacht, diesen Verein auf die Beine gestellt und wirklich 4 Jahre lang eine Notschlafstelle betrieben, nur mit ehrenamtlichen Menschen. Ja. Und die zweite große... Der zweite große Aspekt, der uns auch ein bisschen unterscheidet von anderen sozialen Vereinen, ist, dass wir rein privat finanziert sind. Wir kriegen keinen Cent öffentliche Förderung. Und wir haben in den letzten Jahren 7 kleine Projekte in Wien auf die Beine gestellt, mit also Wohnprojekte. Wir haben 2 Wohnhäuser in Wien im 12. und im 9. Bezirk. Wir haben 2 WGs mit unterschiedlicher Zielgruppe. Das eine sind ehemals obdachlose Menschen, die einen Alkoholentzug hinter sich haben und abstinent leben wollen. Das zweite ist eine Wohngemeinschaft, die wir 2015 in der Flüchtlingskrise gegründet haben für geflüchtete Menschen mit Asylbescheid. Und wir haben im 9. Bezirk in Wien auch eben ein großes Wohnhaus für Studierende und obdachlose Menschen, also ehemals obdachlose Menschen. Und ein Lokal, eine Gastronomie, das ist ähnlich wie bei euch, hat mich sehr erinnert. Und das läuft auch ganz gut. Dieses Lokal wird auch betrieben, also von einem Profi, der Gastronom ist. Aber wir versuchen eigentlich nur Menschen aus unseren Projekten, die arbeitsfähig sind, anzustellen dort. Und die sind dann Köche und Kellner. Das geht sehr gut. Und es gibt eine Vinci-Rast-Chance, die ist auch im Laufe der Flüchtlingskrise entstanden, wo wir Menschen, die jetzt keinen positiven Asylbescheid haben, beschäftigen mit Deutschkursen und auch in Werkstätten, Radwerkstatt, Textilwerkstatt. Das ist auch ähnlich wie bei euch, so Werkstätten. Und wir haben uns dann eigentlich, also wirtschaftlich hat die Cecilie wirklich ganz toll diese privaten Spender herangezogen für die Vinci Rast. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, jetzt wohnen sehr viele Menschen bei uns. Wie können wir sie zurück in die Gesellschaft holen? Wie können wir sie beschäftigen? Es genügt nicht nur ein Dach über dem Kopf, ja, gerade in der Obdachlosigkeit. Es braucht so viel mehr. Es braucht dieses, also was uns ein bisschen auszeichnet, ist, dass Cecilie gesagt hat, eigentlich, wir gehen als Menschen auf Menschen zu. Es braucht jetzt schon auch die Fachkräfte, aber die haben wir nicht in-house, sondern die können wir uns dazu holen, wenn wir in der Betreuung von Menschen tätig sind. Aber wir hatten wenig Tagesstruktur. Und in der Obdachlosigkeit spricht man eigentlich von 93% psychisch kranken Menschen. Ja, das heißt, das ist unsere Hauptklientel. Wir sagen Gäste und Bewohner. Und dann haben wir etwas gesucht, wo können wir sie eigentlich wieder eben in eine Tagesstruktur, in einen Selbstwertaufbau zurückholen in die Gesellschaft, wo sie einen Beitrag leisten können. Und hatten lange schon die Idee, am Land was zu machen, in der Landwirtschaft. Hatten einen Bauernhof, der Verein hat sogar schon einen Bauernhof gekauft gehabt in Niederösterreich, aber leider hat uns da die Behörde, die Grundverkehrskommission, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir konnten diesen Bauernhof nicht erwerben, weil wir ein Verein sind und ein Verein hat einfach keine Landwirtestellung. Obwohl wir einen Landwirt zu 40 Stunden angestellt hatten, einen gelernten Landwirt mit der Landwirtschaftsnummer, haben sie uns das nicht genehmigt. Und es ist dann aber eigentlich zur gleichen Zeit, wie wir diesen Bauernhof zurückgegeben haben, ist ein Großsponsor von uns, eine Stiftung an uns herangetreten und gesagt, sie haben ein Objekt in Niederösterreich, das nicht landwirtschaftlich gewidmet ist. Das heißt, es waren Wiesen und ich glaube Wiesen und Wald steht drin oder Gärten, Wiesen und Gärten, also im Bauernbescheid.
Und das ist ein altes Hotel in der Nähe von, also in Meierling, in der Nähe von Allern. Das ist im Süden von Wien, die nicht aus Wien sind. Und dort entsteht dieses Projekt gerade. Und das soll ein sozialökonomischer Betrieb werden. Das heißt, wir sind ja nur spendenfinanziert. Ja? Wir arbeiten auch bei diesen 8 Projekten mit unter 10 hauptamtlich Beschäftigten und haben in unserem Netzwerk fast 400 Ehrenamtliche, die uns wirklich helfen in der Betreuung von Menschen. Ja? Und wir hoffen halt sehr in Niederösterreich auch, dass uns sehr viele Ehrenamtliche da unterstützen werden, indem wir 30 Wohnplätze anbieten werden für Menschen, die eben irgendwie rausgefallen sind, auch wohnungslos sind, aber irgendwo sich einbringen können in dem Projekt. Und das Projekt wird bestehen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit. Also wir möchten Gemüse anpflanzen, Beeren, Obst und was auch alles es gibt. Es gibt Hühner schon, es wird eine Imkerei geben. Und quasi diese ganzen Bereiche wollen wir dann betreiben mit den Menschen, die dort leben. Also 30 Wohnplätze sind vorgesehen und diese Menschen sollen sich alle in irgendeiner Art und Weise einbringen können in dem Projekt. Wir haben aber auch die wirtschaftlichen Bereiche, werden eben Werkstätten sein. Es wird einen kleinen, eine Buffetstation geben, es wird einen Hofladen geben. Wir können das Gemüse in Wien über so Gemüsekistel-Abonnements können wir über das mittendrin, das ist unser Lokal im 9. Bezirk, vertreiben und das Gemüse natürlich im Lokal verkochen, ist eh klar. Dann gibt es Seminarräume, wir werden Pilgerzimmer haben, weil es geht hinten, also das ist sehr nah beim Heiligen Kreuz und es geht der Pilgerweg vorbei nach Mariazell. Und wir im Moment, wir sind leider sehr auch durch Corona nach hinten geworfen worden, zeitlich. Wir hätten schon längst eröffnet haben sollen und werden jetzt im Juni, Juli anfangen. Also wird der Bau soweit fertig sein. Es muss umgebaut werden, dieses Hotel. Und wir werden soweit fertig sein, dass wir mit der Besiedelung durch die Menschen beginnen können, auch dann schon Zimmer verkaufen. Wir haben schon sogar eine Gruppe, die bei uns Urlaub machen möchte und sich irgendwie in dem Projekt einbringen wird. Und wir hoffen sehr, dass das auch diese Vision auch dann wirklich zum Tätig werden auch erreicht. Und ich bin aber total überzeugt davon, dass das gut gehen kann. Wir haben auch schon viele Anfragen aus Niederösterreich für Menschen, die gerne in so einer Gemeinschaft, in einem Gemeinschaftsprojekt sich einbringen wollen und halt dann auch wieder hereingeholt werden in unsere Gesellschaft, indem sie einen kleinen Beitrag leisten können. Braucht natürlich sehr, sehr viel Zuwendung, sehr viel menschliche Arbeit. Das ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe, die wir in der Winzerast haben, uns einfach den Menschen zu widmen, die irgendwie rausgefallen sind aus dieser Leistungsgesellschaft und aus dem ja, Zutun und das nicht mehr schaffen. Und also, ich meine, ich finde es immer wieder spannend, dass die Cecily Corti da einfach den Weg gegangen ist, ohne sich abhalten zu lassen. Es gab natürlich ganz viele Menschen, die gezweifelt haben, die kritisiert haben. Und sie hat sich eben vor 3 Jahren zurückgezogen und hat mir das angeboten. Und ich versuche das irgendwie weiterzuführen, mit allen Widerständen und aber mit viel Unterstützung auch von der Zivilgesellschaft, weil einfach so kann was entstehen und in der Winzerast ist das entstanden und deswegen finde ich das Beispiel so gut, dass es toll ist und ich helfe jedem gern, der Fragen hat, wie das gehen kann. Manchmal weiß ich selber nicht, aber wir versuchen es einfach. Wir lassen uns nicht aufhalten von Zweiflern oder ja, konträren Ansichten. Wir versuchen. Danke. Danke für das, was ihr macht, super, was ihr entwickelt habt. Und am Land ist eines, hast du jetzt gesagt, Ja. in Meierling mit AYER. Ja. Gibt es da noch irgendwas anderes, was in Meierling vielleicht interessant wäre, dazu damit zu verbinden? Man sagt, naja, jetzt habt ihr dort schon was und wenn da noch was Zweites wäre, Für Kooperationen meinst du? ja, durch Kooperation, man könnte das. Es gibt nur, ich glaube, das ist jetzt sogar nur 1 Kilometer unterhalb, gibt es ja schon ein sehr großes ein Pflegeheim, die aber, die sind natürlich gefördert, also ich glaube, oder weiß nicht, ob der Träger privat ist, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet. Und die sind quasi, die haben 97 Bewohner und die Hälfte davon sind pflegebedürftige Menschen, aber die andere Hälfte ist auch. Sind auch Menschen mit besonderen, also ja, psychisch Kranke.
Und die werden nur gefördert, wenn sie auch ein Beschäftigungsprojekt also haben für diese Menschen. Und da haben wir schon zusammen gearbeitet, dass die quasi uns die Leute schicken. Die konnten bei uns mithelfen bei den Feldern aufbauen. Oder wir haben so einen Hühnertraktor, den die angemalt haben. Und so. Das war sehr nett. Im Moment ist bei uns noch Baustelle, aber wir planen schon die Kooperation mit denen. Das ist das, was mir bekannt ist. Sonst ist Meierling ja schon auch bekannt wegen anderen historischen Ereignissen, aber sonst wüsste ich jetzt noch nichts, was in Meierling direkt ist. Die alte Industriegebäude, die rumstehen, noch irgendwas Verlassenes. Weil das wäre eh gut, weil ich werde dauernd gefragt, wo man Menschen unterbringen könnte in der Situation, wie wir jetzt gerade sind. Und wir sind noch nicht fertig. Jetzt habe ich einen Anruf gekriegt, das braucht jemand am Platz für 107 Kinder. Aus der Ukraine. Aber wir sind noch nicht fertig. Irgendwann hätten wir dann vielleicht. Bei uns sind 70 Schlafplätze genehmigt. Also so haben wir es eingereicht. Mhm. Ja. Ich bin da das Erbe auch ein bisschen zurückkommt von eurem Verein. Wie schafft ihr das? Was ich mich frage, wie schafft ihr das mit nur 10 Meilen aneinander, so viele Jahre, so viele Menschen zu betreuen? Also was sind was trägt dazu bei, dass das trotzdem gelingen kann? Die Finanzierung ist das eine, dass die Desi, die das einfach geschafft hat, viele Menschen zu finden, die ihr Projekt unterstützen. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen ist, da wir eben nicht gefördert sind. Wir können schon authentisch vermitteln, dass das Geld, das die Menschen spenden, wirklich den nicht jetzt einem Bürokratieapparat zugutekommt, sondern wirklich dem Projekt. Das ist das eine, das Finanzielle. Aber natürlich, jetzt stoßen wir an unsere Grenzen, kannst du ein Projekt nicht finanzieren. Ja, aber wir werden versuchen auch noch nicht in die öffentliche Förderung zu gehen. Und das andere ist, ich glaube, dass es halt toll ist, wenn Menschen am gleichen Ziel arbeiten und das nicht für Geld machen. Ich glaube, das zieht die Menschen an, die machen es, weil sie es gern machen und freiwillig machen, diese Ehrenamtlichen. Die kommen jetzt nicht hin und es ist bereichernd, auch wenn ich einmal im Monat an Abend in der Notschaftsstelle koche für die Leute. Ja. Das hat schon was für sich und es ist ein Team, das an einem Ziel arbeitet und sie können sagen, okay, ich habe ein bisschen was dazu beigetragen. Ich glaube schon, dass das eine wahnsinnige Anzugskraft hat. Ich hoffe, alle jetzt im Moment sagen alle, nein, am Land werden sie es nicht schaffen. Ja? Alle sagen, naja, Wien, da kriegst du die Ehrenamtlichen. Ja? Aber wir haben auch am Land geplant, also der landwirtschaftliche Leiter ist verdammtlich und es wird dann eine Projektleitung geben. Aber alles andere sollte eigentlich von Ehrenamtlichen, aber ich spüre das ein bisschen, dass dort auch die Freude ist, dass es ein Projekt gibt, wo Menschen einfach was tun können. Und dieses Ehrenamt hat schon was für dich. Du musst dich nicht nichts verpflichten, sondern du machst es dann, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, wenn du die Energie hast. Und jeder Mensch hat was zu geben. Wenn mir wer sagt, na, ich kann nicht läuten, nicht, ich habe Angst davor, sage ich, okay, dann geh in die Wäschekammer und räum die auf oder was weiß ich. Ja, also ist das Tolle, dass die Winzirat auch mittlerweile so viele Projekte hat, wo man alles machen kann. Man kann auch im Lokal mitkochen, wenn man nur einfach von dem tollen Koch ein paar Rezepte haben. Ja, das ist schon, glaube ich, ein Erfolgsrezept von der Sessi-Korte und das war mir einfach so wichtig, dass das weiterleben sollte. Aber ich frage mich manchmal selber, wie es funktioniert. Aber ich glaube, es ist einfach, wenn irgendwo ein Projekt in die Hand genommen wird, freuen sich viele, dass sie da mitmachen können. Sie sind nicht die Initiatoren, aber sie sind dann die ein kleines Stückchen beitragen. Das ist, weil da mit ehrenamtlichen Arbeiten. Vielleicht nimmst du eine Maske runter, wenn es geht, ein bisschen. Danke. Ehrenamtlichen Arbeiten machen wir auch. Aber irgendwo muss es da so ein kleines Erfolgsrezept geben oder einen Tipp geben, weil die Ehrenamtlichen haben auch Bedürfnisse und die sind ganz anders gestreut, als wenn man in einem Unternehmen ganz klar ist. Aber das. Was ist es, ja, dass alle an diesem einen Ziel mitziehen lässt, ohne dass die eigenen Bedürfnisse natürlich da immer noch wahnsinnig mit ins Spiel kommen und betreut werden müssen, was ja auch Arbeit ist. Ja, ja, das Geheimnis quasi. Ja. Das Geheimnis. Ich glaube, es gibt kein Geheimnis und jeder kommt ja mit anderen Motivationen und Bedürfnissen daher. Ja? Und es geht jetzt für uns schon darum, wir betreuen das auch. Das ist 50% meiner Arbeit sind die Ehrenamtlichen, um da zu schauen, okay, welche, also nicht nur meine Arbeit, aller Projektleiter. Es hat jedes Projekt bei uns hat eine Leitung und die ist zuständig für ihre Ehrenamtlichen und auch bis zu einem gewissen Grad. Was wir anbieten können, ist ganz viel, also wir haben Menschen, die uns Supervision machen und ganz diese fachlichen Hilfsmittel schon auch, die holen wir uns dazu. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine klare Struktur und Aufgabenstellung für die Ehrenamtlichen.
Na, das noch nicht so weit. Das ist noch so, so sind wir noch nicht, aber daran arbeiten wir, würde ich mal sagen. Okay.